Hallo ihr Lieben, ich gehe heute einer meiner Lieblingsbeschäftigungen nach, nämlich Essen. Ich treffe mich mit Ilona Scholl und Max Strohe. Beide haben für ihr Restaurant Toulouse-Lautrec einen Michelin-Stern abgesandt und ich werde sie heute fragen, wie das passieren konnte und werde mir natürlich anschauen, was das Restaurant so besonders macht. Ich nehme euch mit und bin sehr gespannt, was sie mir zu erzählen haben. Endlich mal wieder hier zu sein. Ja, Zeit wird's. Zeit wird's. Ja, wir haben dich vermisst. Ja, wie lange war ich denn jetzt nicht hier? Ich glaube 6 Monate oder so. Wirklich? So lange? Du hast ein komplettes Menü verpasst. Nein. Doch. Ach, schrecklich, schrecklich. Aber umso schöner, dass du jetzt hier bist. Ja, ich find's auch ganz toll und es hat sich nichts verändert, außer deine Kluft hat sich verändert. Ne? Ich weiß noch, beim letzten Mal hattest du ein Kleid an. Ja. Ich muss ab und zu ja auch so ein bisschen für textile Abwechslung sorgen. Wenn schon nicht im Muster, dann wenigstens im Schnitt. Gleich werde ich den Max ein bisschen interviewen, was er da hinten macht in der Küche. Und ich glaube, er wird mir auch ein bisschen was zeigen, was ich da mit ihm anbraten kann. Ich glaube, er hat einiges im Petto für dich heute. Ja, ich bin da wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und vor allem will ich ihn und euch natürlich ausfragen. Ich hatte nämlich tatsächlich noch keine Möglichkeit, mit euch darüber zu sprechen. Wie kam das zu dem Michelin-Stern? So spontan? Das war total irre. Also wir haben uns auch gar nicht wirklich getraut, darauf zu hoffen, weil das, also allein die Vorstellung eigentlich schon total absurd war. Und dann war das aber so. Wahnsinn. So jung und dann das neue Restaurant. Und ja, es ist doch so, es ist so, es ist so. Ja, und ich weiß noch, klar, als ich das erste Mal stolz. Hier war, ganz, 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 ganz am Anfang, wo ihr wirklich hier noch quasi frisch drin wart. Ja klar, da wussten wir noch nicht, wo alles steht eigentlich. Ne? Ja, und da war es auch so ein bisschen kurz vor knapp eine Zeit lang, ne, wo ihr einfach nicht so richtig wusstet, kommen die Gäste, wird es passieren, kriegen wir die Hütte voll? Ja klar. Und es hat funktioniert. Das war und zwar innerhalb von kürzester Zeit hat es ja, dann geklappt. Das stimmt. Aber die da muss man echt sagen, ihr hattet ihr großes, großes Glück. Ne? Das ist es auch. Dem Essen sei Dank und dem Service sei Dank. Ich gratuliere dir. Und jetzt gehen wir mal zu Max in die Küche und du zeigst mir, beziehungsweise er zeigt mir, was ich zu Hause nachher dann nachkochen kann. Ne? Selbstverständlich. Auf das wird Fall. Alles ganz praktikabel. Es wird auch total einfach. Ne? Ja. Ich mag ja eure Tapeten so gerne. Ne? Ist auch eine Berliner Künstlerin, oder? Veronika Aumann und Nina Sophie haben das zusammen gemacht. Genau, die haben, extra für euch, exklusiv. Ja, extra, ne? Für uns. Die haben. Ja, die haben was, das nennt du passt ja auch perfekt Studio. Rein. Ich bin hochidentifiziert mit meiner Wirkungsstätte. Und ich habe die beste Exit-Strategie aller Zeiten. Ich kann so camouflageartig in der Wand einfach verschwinden. So, hier hinten ist der Herr über Töpfe und Turbulenzen. Herr Strohe. Treten Sie ein. In der Schatzkammer sind wir jetzt. Also, wir haben ja... ich mache heute ein Praktikum hier. Mhm. Offensichtlich, ne? Ja, offensichtlich. Wir haben gerade darüber gesprochen, ich mache jetzt ein Praktikum, weil eigentlich will ich ja auch was mit Essen machen. So. Du bringst mir also quasi die Basics des Kochens bei. Nämlich, wie man eine Granat... Ein Kaisergranat. Meine ich ja, ein genau. Kaisergranat zerpflückt, zernimmt, auseinandernimmt und dann später einen Gang zubereitet, der bei euch gerade im Menü auch... Ist, ne? Ja, genau. Du hast natürlich jetzt mehrere Wochen des Praktikums übersprungen, weil das Edelprodukt... Mehrere Jahre des Praktikums übersprungen. Ja, eigentlich müssten wir erstmal anfangen mit der Zwiebel. Aber wir starten jetzt ganz weit oben mit diesem Prozess. Ne? Ach, das riecht ja einfach nach gar nichts, ne? Einfach frisch. Nee, ist frisch, genau. Frisch. Ja, frisch. Fricher Fisch. Fricher Fisch. Fricher Fisch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, leg mal los, du zeigst es mir einmal und dann mache ich es einfach nach, ja, oder? Ja, ja, das ist ganz einfach. Also, wir haben hier diesen Kopf. Man kann das jetzt, das ist ein bisschen spitz hier, das muss man ein bisschen aufpassen und so weiter. Wiederhaken? Wiederhaken, genau. Wir nehmen das und dann drehen wir das raus, relativ vorsichtig, einmal so, einmal so. Also wie man es bei den Kleinen eigentlich auch macht, wenn man die poolt, oder? Ja, genau. Und dann können wir das so rausziehen. Und dann ist der nächste Schritt quasi dieses, ich mache das jetzt, wenn ich jetzt ein großer gelernter Koch wäre, so mit richtig Experience und so, dann würde ich das so nicht machen. Aber da ich ja faul bin, nehme ich... Ein fauler Sternekoch. Fauler Sternekoch. Und ich nehme das Vehikel oder das Tool der Stunde, die also Schere, eine Schere, eine Bastelschere. Ja, genau. Wo man ja vielerorts nur noch Vakuumbeutel mit aufschneidet. Ist also die Schere teilweise wichtiger als ein Messer.
So, und dann lassen wir dieses Segment hier hinten dran. Dann können wir das nachher quasi Fingerfood-mäßig verzehren. Andere, und so rumdrehen. So rum hattest du es gedreht. Zu dir, dann wieder weg. Einfach drehen. So, mal gucken, gleich knackt. Ganz schön viele. Und nach da drehen. Okay, jetzt habe ich es. Und jetzt wieder nach da drehen, ja? Ja, genau. Und dann kannst du es einmal so rund drehen. Hui! Ah, guck mal da! Da ist der Darm. Der muss raus. Wunderbar. So, zack. Hey, guck mal, das war nicht so schlecht, ne? Nee, war super. Das hier auch raus? Das schneiden wir gleich ab. Okay. Mich würde mal interessieren, wie läuft das in der Sterneküche ab? Also ich kann mir vorstellen, das, was man ja sonst irgendwie aus Sendungen kennt oder was man gehört hat über andere, über Köche oder auch Praktikanten, dass Sterneküchen, gerade Sterneküchen und auch französische Küche, wahrscheinlich voll das Vorurteil, so streng sind. Ja, also ich kann das schwer beurteilen, weil ich nie in einem anderen Sterne-Restaurant gearbeitet habe als in meinem. So, und hier ist eigentlich ganz locker, also ziemlich locker. Das ist auch wichtig, wir sind ja hier in dieser kleinen Küche irgendwie auf engem Raum miteinander, verbringen viele Stunden. Das ist schon wichtig, dass man da Spaß hat. Weil ansonsten, das ist ja schon ein Großteil des Tages, dann sollte man irgendwie schon Spaß haben und... Okay, also ich habe das jetzt hier fast geschafft. Dabei habe ich mich etwas verletzt, glaube ich. Wir wissen, das Krankenhaus ist ganz in der Nähe. Ja? Ja. Gut. Für mich als den alten Hypochonder ist das natürlich gut zu wissen. Ich bin auch Hypochonder. Ja, wirklich? Sag mal ein Beispiel. Ja, alles. Alles. Es könnte eigentlich alles ständig sein, ne? Es könnte immer alles sein, aber nur schlimme Dinge. So, guck mal, jetzt habe ich das geschafft. Herrlich, perfekt. Was müssen wir jetzt tun? Wir waschen jetzt erstmal die Hände, weil es klebt alles. Was wir jetzt machen, wir rösten also diese wunderbaren Karkassen an, die du so vorbildlich auseinandergenommen hast. Unter natürlich meiner Hilfestellung in einer Pfanne. Wichtig ist hier bei Röstaroma, da kann man wirklich Mut zur Hitze haben. Wir legen das also hier ein und ziehen da nachher die Soße draus, oder beziehungsweise jetzt gleich schon. Wir flambieren das dann einmal ab mit wunderbarem Cognac. Weil jetzt wird es gleich brennen. Das wärmste Jäckchen ist ja immer noch das Cognacchen, ne? Und hier haben wir einen wunderbaren Fischfond vorbereitet. Ja, das hast du jetzt nicht gemacht, weil das auch irgendwie... Das habe ich doch heute Nacht vorbereitet. Erste Praktikumswoche ist, ja. Genau, dann rösten wir jetzt einmal hier so ein bisschen an. Das spritzt auch schon auf der Pfanne. Auf dich drauf? Auf mich drauf. Wegbegehren. Darf ich den Cognac reinschütten? Ja, gleich. Ich mache, ja, kannst du gerne machen. Ja. Ja. Aber nicht so viel, ne? Nee. Und dazu nicht so, wie wir sonst Daumens trinken. Genau. Also drauf und dann genau, das habe ich bei meinem Vater gelernt. Das hat er immer mit Rotwein, über alles Essen hat er immer Rotwein geschüttet. Alles, was bleibt. Kommt aus der Familie, wo der Tee gekocht bei dir? Mein Vater kocht sehr viel, ja. Also, cool. Wenn bei uns zu Hause gekocht wird, dann tatsächlich vom Vater. Meine Mutter macht sowas wie Kartoffeln mit Ei und Spinat. Sorry, Mutter. Aber es ist leider so. Den Mutter muss man aufpassen, was man da sagt. Ach, die, das ist der harte Meme. Aber ich mag auch viele Sachen, die sie gemacht hat, aber mein Vater war tatsächlich da der Koch. Jetzt färbt sich das so rot. Ja, das heißt, sie... Die Jahre so vor sich hin. Also irgendwas passiert jetzt in diesem Panzer, was aber mein mangelndes Fachwissen jetzt nicht erklären kann. Das ist nicht schlimm. Es gibt ja auch Miesmuscheln. Ja. Wenn man die ins Wasser reinschmeißt, dann werden manche davon rot und manche davon bleiben hell. Ehrlich? Das ist so. Weißt du, warum das so ist? Nein, du? Männlich, weiblich, habe ich gefragt. Und welche Muscheln bleiben blau? Ich glaube, die weiblichen. Du kannst jetzt zufügen. Ich habe da die Flamme aufgemacht. Ja, du kannst, musst da schon näher. Ja. Oh Gott! Oh Gott, Entschuldigung. Das war jetzt halt relativ, wir machen das nochmal. Durch das Flambieren, es karamellisiert so, ne? Und der Alkohol verkocht quasi sofort. Was wir jetzt machen, ist das einfach auffüllen mit diesem wahnsinnigen Fischsud, den du letzte Nacht gekocht hast. Ja. Ist das einfach Fischsuppe quasi oder wird es auch eingekocht, Schalentiere eingekocht? Genau, das sind andere Köpfe quasi und Fischkarkassen und Tomate, Sellerie, Fenchel, Karotte, Lauch, Zwiebel, alles angeschwitzt mit Weiß abgelöscht. Guck mal, der guckt uns schön an aus seiner Suppe. Ja, der sieht gar nicht so wie traurig er guckt. Soll noch ein Auge abnehmen? Nein, lass das schön. Mit Essen spielt man nicht. Richtig, voll.
Und jetzt lassen wir das quasi hier so kochen. Schön. Das war's. Hier. Danke. Das ist jetzt auch wieder ein japanisches Messer, stimmt's? Ja. Soll ich es einfach in kleine Würfel schneiden? Ja, genau. Guck mal, nee, warte mal. Guck mal, hier, warte mal. Also wir machen das ganz wunderbar, damit es auch alles akkurat ist. Wir halbieren das so, ja? Ja. Das ist die natürlich schon zu warm, die Butter. Und dann schneiden wir das so, so, so. Und dann so Mini-Würfelchen, genau, okay. Genau, dann kannst du die dann quasi da rein tun. Wenn sie dann bis dahin nicht schon geschmolzen sind. Kommt drauf an, wie schnell du arbeitest. Da wären wir jetzt beim Praktikanten angekommen, ne? Einfach auch falsche Reihenfolge. Hättest du erst angefangen, Zwiebeln zu schälen, könntest du jetzt schon Butter schneiden. Scheiße, ich kann nicht mal Butter schneiden. Sag mal, wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? Also, es ist ja eigentlich ein französischer Maler. Ja. Also wir haben damals über der Name ist ja was nicht Unwesentliches, nicht wahr? Ja. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was der Name sein könnte. Ja. Unter ordentlichem Alkoholeinfluss haben wir darüber nachgedacht, wie wir vielleicht das Restaurant nennen würden, wenn es eine Bar wäre oder eine Kneipe oder eine Zeche. Und dann habe ich gedacht, es wäre irgendwie, Harald Juncker wäre ein guter Name, weil er ja mit Stil gesoffen hat, also irgendwann, ne, und so, aber irgendwie ist so das Vermächtnis von Harald Juncker, denkt man an einen aufrichtigen Alkoholiker, irgendwie, der die deutsche Kultur geprägt hat. Das stimmt. Und dann haben wir überlegt, wen gibt es denn so als großen, ja, lokulischen, so als Fresser, jemand, der irgendwie gerne viel isst und über den Durst trinkt und das irgendwie miteinander vereint. Das ist Gérard Depardieu eingefallen, das ist natürlich eine Katastrophe, weil er auch jetzt Russe ist und so weiter und so fort. Jedenfalls haben wir, Gérard Depardieu kann es nicht sein. Und ich hatte so ein Toulouse-Lautrec-Kochbuch. Also der hat tatsächlich Kochbücher geschrieben und früher so Partys gegeben für die Pariser, so Halbwelt, ne? Also Bürgermeister, Bordsteinschwalbe. Und das war ganz cool. Das reicht. Okay. Und das war ganz cool für uns, dachten wir, weil das so ein heterogenes Publikum ist. Der Bürgermeister sitzt neben der Prostituierten und so weiter und so fort. Also der Mix, den ihr im Grunde auch gerne in der Bar gehabt hättet ihr eine Bar gehabt. Richtig. Ja. Und dann haben wir das auf das Restaurant quasi so ein adaptiert. Bisschen adaptiert. Und Toulouse-Lautrec hat so Dinnerpartys gegeben und war ja kleinwüchsig, weil die in der Familie untereinander vermählt haben, damit das das Vermögen nicht schrumpft. Aha. Deswegen sind die dann Körpergrößen geschrumpft und er war sehr klein und hatte dann. Das schöne Inzest. Ja, es war Inzest. War genau, hoher Inzest. Ja, und dann gab es so eine Szene, die uns besonders gut gefallen hat. Dann gab es so einen Aufschrei nach Wasser. Also Wasser war dann auf einmal so ein Ding wie heute Aloe Vera oder so. Und alle haben gesagt, boah, das ist Wasser, das muss man probieren und so. Ne? Und das kam dann so auch als Modeerscheinung. Und dann hat er gesagt, warum soll ich das Wasser servieren? Es knallt nicht, hat keine Farbe, schmeckt nach nichts, verpacke. Dann wurde aber der Aufschrei, also der Schrei nach dem Wasser wurde lauter. Und er hat gesagt, gut, come on, fickt euch nach dem Motto. Und hat Wasserkaraffen serviert mit lebenden Goldfischen drin. Gesagt, nee. Ihr habt euer Wasser, also sauft lieber Portwein. So, und das hat uns alles sehr gut gefallen. Und dann haben wir es bewusst falsch geschrieben, damit keiner denkt, wir sind so ein typisch französisches Restaurant. Damit es auch die Berliner lesen können. Genau. Aber es gibt auch tatsächlich Leute, die schreiben Mails und sagen, hey, wissen Sie eigentlich, dass Sie haben das falsch geschrieben. Sie haben das falsch geschrieben. Ja, ihr so, ey, danke. Ja, vielen Dank. Endlich wissen wir es besser. Ohne euch. Also wir haben jetzt hier diesen wunderbaren Sud, den wir eben eingekocht haben unter Zuhilfenahme von bereits vorhandenem Fond. Das montieren wir jetzt hier so ein, um das Ganze zu binden mit Butter. Also man nennt das aufmontieren oder einmontieren. Schau mal, jetzt ein kleines Problem hier. Guck mal, ich mach das mal für dich. Ich fülle mal, wie viel Butter will? Alles an Butter? Naja, alles? Immer so nach und nach. Wichtig ist, dass man es nach und nach macht, weil ansonsten keine Emulsion entsteht. Ich kann das auch so machen. Oh. Lecker. Ja, ruhig langsamer. Entschuldigung. Da wird sich mein Arzt bedanken und mich an meinen Cholesterinspiegel erinnern jetzt. Du hast einen Cholesterinspiegel? Ja, leider schon. Oh nein. Das liegt wahrscheinlich genau daran. Was bedeutet für dich Romantik? Oh, hör auf jetzt. Nee, was ist Romantik? Was ist das überhaupt? Essen machen ist zum Beispiel sehr romantisch, finde ich. Ja. Romantik. Essen sehr zubereiten. Romantik. Als Mann, als wenn man als Mann richtig gut kochen kann, finde ich, ist das sehr romantisch. Und das für seine Liebste. Ja, lach ruhig. Wie stehst du zu diesen ganz, ganz, ganz minimalistischen Gerichten? Du meinst eine Möhre mit nix? Eine Möhre mit nix. Und dann aber einen kleinen Roman dazu schreiben. Genau, das ist die, ich glaube, wenn es notwendig ist, die Möhre schön zu reden,
wird es schwierig für mich. Es gibt ganz sicherlich ganz außergewöhnlich tolle Produkte und ich finde es gut, dass das Bewusstsein dafür wieder geschärft wird und die Wahrnehmung wieder eine andere wird. Aber ich habe es dann schon lieber irgendwie geil. Und also, ein richtiges Essen, ne? Ein richtiges Essen und das darf auch gerne lange dauern. Und ganz ehrlich, man geht ja auch nicht jeden Tag so essen. Ne? Also wenn man dann mal über die Stränge schlägt oder zu viel isst oder ein paar Gramm zu viel aufnimmt oder einnimmt, ich glaube, das ist schon ja auch Zweck des Ganzen. Das ist ja auch Luxus, man gönnt sich das ja auch. Man geht ja auch in ein Restaurant wie eures zum Beispiel und gönnt sich dann wirklich was, finde ich jedenfalls. Mal abgesehen davon, dass es viele Restaurants gibt mit eurem Standard, die da wahrscheinlich noch sehr viel mehr für aufrufen würden. Das ist lieb, dass du das sagst. Finde ich schon. Also ihr habt ja wirklich einen sehr, sehr hohen Standard hier. Und ihr habt richtige Gerichte. Ja, richtige Gerichte. Und nicht einfach nur ein Erbschen neben einem kleinen Kleckslein und einem Faden drüber. Einem Erbsenfaden. Einem Erbsenfaden. Erbse zu Erbse. Das sind die Teller. Ja. Dann machen wir das jetzt mal rein. Ja, machen wir. Genau. Soll ich es rausnehmen? Ja, das kannst du hier so drauflegen. Ist das jetzt schon fertig? Das war fertig. Jetzt genau eine Sekunde draufgeführt, ja, ne? Ja, das ist so. Okay. Das habe ich jetzt nicht so gut gemacht. Das hast du nicht so gemacht, aber ist nicht so schlimm. Das sieht man gleich nicht mehr. Bitte dieses verunglückte Gerät keinem im Fernsehen zeigen. Ich denke nicht, aber der Stroh ist das Fünfer. Das Stroh und die... Frau Gerber. Schade, dass du jetzt nicht, dass du nicht auch einen Nachnamen mit ihm hast. Das Stroh und die... Gürner, das sind alles Stürmer. Genau. Salz, ein bisschen Gewürz, Salz. Mehr Salz, ne? Mehr Salz, maldonisches Salz. Was hältst du von diesem, also man sagt ja tatsächlich, dass Meersalz gar nicht so gut sein soll, oder? Oder wie war das, dieses abgeschöpfte Salz? Habe ich gehört. Da habe ich keine Meinung zu. Ich habe das nicht gehört. Das sind so Sachen, mit denen ich mich nicht auseinandersetze, weil ich gar nicht so idealistisch hier bin. Ich glaube, es gibt einfach auch Menschen, die über alles meckern wollen. Ja, und ich habe echt genug zu tun, irgendwie toll zu kochen. Und ich missioniere hier nicht und so. Achtung. Und deswegen denke ich da wenig drüber nach. Also das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir irgendwie Schrott einkaufen und dass uns das egal ist, wie es dem Tier geht, was wir hier irgendwie anbieten oder wie es denn ging. Aber ich glaube, dass ab einem gewissen Level nachhaltige Verarbeitung und Respekt dem Lebensmittel gegenüber selbstverständlich sein sollten und nicht das einzige Argument dafür, in dieses Restaurant zu kommen. Ja, absolut korrekt. Sehr schön ausgedrückt. Kein Ding. Danke. So, die sind auch so kurz gebraten, weil wir die jetzt noch so ein bisschen in diese heiße Soße legen, dann ziehen die noch so ein bisschen nach. Und dann soll das wunderbar lecker sein. Oh. Herrlich. Soll ich uns das mal servieren? Servier mal. Wo soll ich denn das hinservieren? Auf den Tisch. Ja. Auf den Tisch, ne?